Liebe ASSA-Mitglieder, liebe Sportbegeisterte, ich freue mich sehr, können wir heute das erste Mal den ASSA-Preis Sport und Nachhaltigkeit verleihen. Diesen Preis haben wir konzipiert, als ich ASSA-Präsidentin war, und jetzt wird er Wirklichkeit. Die Jury, der ich angehörte, hat aus 6 eingereichten Vorschlägen ein Siegerprojekt ausgewählt. Es waren 6 tolle Projekte. Und es waren sehr unterschiedliche Projekte, die aufzeigen, wie vielfältig Sport und Nachhaltigkeit verbunden werden können. Wir alle wissen es, Sport ist wichtig für die Gesellschaft. Es geht um Gesundheit, Bildung, Integration, es geht ums Wohlbefinden und es geht immer auch um Euphorie. Doch auch Sport und Sportveranstaltungen verursachen Emissionen, die sich für uns und unsere Nachkommen negativ auswirken können. Deshalb ist es der Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Sportämter ASSA wichtig, dass sich der Sport noch intensiver um Nachhaltigkeit bemüht. Um der Nachhaltigkeit ein zusätzliches Gewicht zu geben, verleiht die ASSA heute den ersten ASSA-Nachhaltigkeitspreis. Erstens als Anerkennung für die 6 eingereichten spannenden Projekte und zweitens als herzliche Einladung zur Nachahmung für andere Sportverbände und Veranstalterinnen und Veranstalter. Ich danke allen Bewerberinnen und Bewerber für ihre innovativen Projekte und gratuliere dem Gewinner, der Gewinnerin bereits an dieser Stelle ganz herzlich.